Hallo liebe WoW-Freunde, hier ist der Kabasch und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge aus unserem Battle for Azeroth Alpha Let's Play. Wir sind wieder unterwegs, ja. Ich habe noch in der Quest hier Orientierungslauf. Das ist die Quest, welche man in Boralus bekommt, wenn man dort nach dem anfänglichen Szenario ja mit dem Bötchen ankommt. Könnt ihr euch gerne mal ja das Video anschauen zu dem unvollständigen Szenario, welches es für die Allianz gibt. Wir haben hier noch ein paar Sachen. Wir können ja nicht überall hin, aber wir müssen jetzt mal einen Blick drauf werfen. Wir haben nämlich, findet Rebecca Kernick in Gul'Koval und trefft Lucilla Kronsteig am Hochwegpass in Drustvar. Was ist denn näher? Ich würde sagen, das hier ist näher, ne? Das ist direkt hier drüben und die andere Quest? Ach, die ist da unten. Ja, ich würde sagen, machen wir erstmal einen kleinen Umweg und gehen zu Lucilla Kronsteig. Was stimmt denn mit den Bewohnern nicht? Wir haben euch doch schon hier alle befreit. Naja. Auf Mountain, wo ist eigentlich... Habe ich nicht mal ein anderes Mount noch in der Leiste gehabt? Kann mich gar nicht mehr so erinnern. Ein bisschen ruckler hier manchmal, wenn man durchs Menü geht, ne? Pferd. Übrigens, diese Dinger, diese Pferde haben schon das neue Modell. Deutlich muskulöser als bisher. Ja, huch. Aber die anderen Pferde, haben wir hier irgendwie mal eins. Das ist zum Beispiel noch ein altes, kastanienbraune Stute. Das sieht noch aus wie früher, ne? Deutlich schmaler. Auch ein bisschen eckiger. Ich weiß nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich immer ein Fan von neuen Modellen, auch eben was die Umgebung und so weiter angeht. Aber ich finde das... Ich finde das ein bisschen zu muskulös, auch wenn es realistischer ist. Ja. Oh, was ist das denn? Aber ich finde, da hätten sie auch ein bisschen sparen können. Ater. Atei? Oder wie man das auch aussprechen mag. Herz des Waldes. Ist das so eine Art Waldgott? Erinnert mich ein bisschen hier Prinzessin Mononoke. Da gab es doch auch diesen Waldgott. In Form eines Hirschs. Was ist das denn? Erotik-Klagegeist. Okay. Hatten wir eigentlich nicht das Interface mal angepasst? Fenster verschieben, Fenster entsperren. Fenster entsperren. So. Zack. Zack. Eigentlich ist das... Na, wobei, es könnte auch ein bisschen höher. Ist nicht ganz gleichmäßig. So. Ja, muss nicht perfekt sein. Ewig halten wir uns hier sowieso nicht auf. Also in der Alpha. Aber ich mag das allgemein ein bisschen lieber. Jetzt habe ich mir doch kein Pferd in die Leiste gezogen hier. Drauf geschissen ist nicht wichtig. Ich bin jetzt mal gespannt. Wir waren ja bisher eigentlich eher so im östlichen Teil von Drustvar unterwegs, meine ich. Man merkt schon, wir gehen hier nach oben in die Berge. Hier waren wir auch schon mal kurz für eine Quest. Aber ansonsten relativ wenig. Mir gefällt das hier. Also dieses kann man das Hochlandsteppe nennen? Es wirkt auf jeden Fall wie so ausgeblichenes Gras, ne? Es ist auf jeden Fall eine sehr schöne, frostige Atmosphäre. Und das sieht doch aus, als ob man da hoch kann, oder? Hier diesen Pass. Ich müsste auch einfach mal für mich persönlich so einen Rundgang durch das Gebiet machen. Vielleicht nehme ich euch dann auch dort mit, um mir das Gebiet anzuschauen. Ein Bergreh. Was ist denn hier passiert? Wir sind bei Lucilla. Oh, und guck mal, ein Muli. Ist leider tot, aber das Modell ist cool. Guck mal, das ist das gescheckte Pferd, wie es dann aussehen wird. Naja. Also sprechen wir mal mit Lucilla. Hundi, du kannst dich jetzt hier nicht schütteln. Das hören alle. Leg dich hin, schlaf weiter. Ich habe nachher für dich Zeit. Ein kleiner Umweg. Gut, dass ihr da seid. Es sieht leider so aus, als ob unsere Reise nicht sehr einfach werden wird. Ah ja. Yeti-Randale tötet 10 Eispilz-Yetis. Okay, das machen wir natürlich.
Bergungsrechte. Besorgt die eingewickelten Vorräte, das Fass mit gesalzenem Fisch, die gehärtete Schließkassette und den Eimer mit Getreide von der Gebirgshöhe. Gibt's auf jeden Fall Items für. Machen wir. Ach, guck mal, da oben ist ja schon der erste Yeti. Ah, das Pferd trägt die Vorräte, die wir finden. Ich dachte mir gerade schon, hä, warum folgt uns das Pferd? Wir sind ja mittlerweile auch schon Level 111. Und man merkt ein bisschen, dass die Mobs auch schon stärker werden. Also es zieht durchaus an. Wir haben ja auch rund 4000 Lebenspunkte einfach so gratis dazu bekommen. Ist die Frage, in welchem Umfang wir am Ende dann wieder dastehen. Im ersten Raid-Content mit Lebenspunkten, Schadenspunkten und so weiter. Denn, ganz ehrlich, eigentlich sollte Blizzard es so handhaben, wenn sie nicht demnächst dann wieder ein Item-Squish wollen, dass sie die Zahlen wirklich einmal diesen radikalen Schritt machen. Und nicht wie damals in MOP. Das war ja auch dieser Ende MOP, dieser verweichlichte Schritt. So, ein bisschen hier, ein bisschen da. Wenn sie das schon machen wollen, dann sollen sie es gleich richtig machen. Und nicht wieder versuchen, alle mit den Zahlen zufriedenzustellen, die eigentlich völlig egal sind. Völlig egal, wie hoch die Zahlen sind für uns als Spieler. Das spielt überhaupt keine Rolle. Und mich regt es auch ehrlich gesagt auf, dass wir so viel darüber sprechen. Deswegen hören wir jetzt damit auf. Wobei, eine Sache vielleicht noch. Am unsinnigsten tatsächlich finde ich sogar die Diskussion über das Item-Level, dass es manche Leute stört, dass das Item-Level niedriger wird. Alter, scheiß doch auf das Item-Level. Ob da jetzt irgendwie 976 steht oder 352, das interessiert doch niemanden. Ich meine, bei Schadenszahlen kann ich es ja noch verstehen, aber dabei... Wir könnten noch mal umspecken wieder. Eigentlich wollte ich auch nur mal Feuer ein bisschen testen. Für die Instanz war es auch echt cool, muss ich sagen. So. Hätten wir gar nicht essen müssen. Da ist unser Pferdchen. Hier. Da haben wir es in die Leiste gelegt. Wir haben ja genug Buff-Food dabei. Kann ja nicht schaden. Und selber buffen dürfen wir auch nicht vergessen. Das gehört ja jetzt wieder dazu. So, wo müssen wir denn hin? Da oben ist ein Haus. Hätte ich ja nicht hiermit gerechnet. Naja. Wie war denn hier nochmal die Tastenbelegung? Ich habe natürlich auch nicht gegenüber dem Live-Server nachgeschaut. Oder zumindest nicht dran gedacht nachzuschauen. Ein Gebirgsfalke. Der sieht aber auch cool aus hier. Wildtier. Kann man den sich vielleicht als Jäger dann zähmen? Das wäre was. Was muss man eigentlich noch machen? Wir müssen noch 3 Yetis töten. Ich würde ja gerne mal da oben in das Haus rein, muss ich sagen. Einfach mal schauen, was da ist. Frostkrätze. Ah, das ist garantiert ein Questmob, den wir gleich erledigen müssen. Der hat ja auch hier schon, ne, das Quest-Symbol dran. Wahrscheinlich nachdem wir die 10 Yetis oder so erledigt haben. Dann warten wir mal damit, bevor wir den völlig umsonst jetzt hier töten. Na, wieder ein bisschen Azerit, sehr schön. Mit unserem Hexenmeister auf Seiten der Horde haben wir Stufe 2. Hier haben wir Stufe 5 mittlerweile schon. 269. Das war aber, glaube ich, Spec-abhängig, oder? Genauso wie bei den Artefaktwaffen, meine ich. Wenn wir jetzt nämlich mal... Wir specken nochmal kurz um. Ist ja alles auch so ein bisschen erkunden hier. Und entdecken. Nee, ist auch Stufe 5. Ich meine, aber irgendwas gesehen zu haben. Oder ich täusche mich. Aber es ist auf jeden Fall so, dass hier alle Specs jetzt Stufe 5 haben. Oder war das mit einem anderen Charakter? Ich täusche mich wahrscheinlich. Aber... Ja, Artefakthalskette. Ich bin echt gespannt. Ich fand das System der Artefaktwaffe okay. Es war eigentlich ein schönes Feature. Hat Spaß gemacht durchaus auch. Nur, also das System an sich Spaß gemacht. Nur das Sammeln der Artefakt macht, war einfach irgendwann übermäßig viel, sag ich mal.
Vor allem am Anfang, der ein oder andere erinnert sich ja noch an die Bonusränge dort, die eine prozentuale Schadenserhöhung gewährt haben. Das war natürlich das Nonplusultra. Das war ja nicht irgendwie so ein bisschen, ja, nimmst du halt mit, wenn du, ne, wenn du bekommst, sondern, hallo, 15% mehr Schaden oder was das waren, die lässt man nicht einfach so liegen. Okay. Wir nehmen die Füße, weil Rücken haben wir schon was Besseres. Ah, sind sogar aufgewertet worden. Besiegt Frostkrätze auf der Gebirgshöhe. Okay, Froschkrätze. Wir ziehen aber erstmal unsere Stiefelchen vorher an. So. Wie viel Crit haben wir eigentlich? Kein Crit-Cap, okay. Aber wir haben eine Menge Meisterschaft. Eine Menge Standardmeisterschaft. Vielleicht sollte ich auch mal den Frostelementar nehmen. Ich meine, man ist so daran gewöhnt, irgendwie mit einsamen Winter zu spielen. Sprich, dass man den nicht hat. Aber man könnte den ja mal nehmen. Nehmen wir den Froststrahl dann mit? Ach nee, komm, wir nehmen einfach die Knochenkälte. Jetzt muss ich nur noch im Zauberbuch irgendwo meinen Wasserelementar finden. Da ist er doch. Moin, mein Freund. Lang ist es her, dass wir uns mal gesehen haben. Gefühlt irgendwie seit 2 Jahren nicht mehr. Aus gutem Grund. Aus gutem Grund. Frostatem gefällt mir ja gar nicht, was der da so machen kann. Aber der kassiert ordentlich. Der macht gar nicht so schlechten Schaden, der Wasserelementar, muss ich sagen. Eigentlich gehört das ja auch irgendwo zum Frostmagier, dieser Wasserelementar. Aber man hat sich auch ein bisschen gefreut, ohne den zu spielen, muss ich sagen. Am Anfang des Addons, meine ich, habe ich auch... Oder was heißt am Anfang des Addons? In der Nachtfestung am Anfang habe ich auch noch mit dem Vieh gespielt. Findet den Geheimgang in der Berghütte. Oh nein, wo könnte der nur sein? Ist der unter den Stiefeln? Ist der hinter der Fackel, die man drehen kann? Hinter dem Buch, was man rausziehen kann? Unter oder dem Teppich? Oh. Ich hätte echt gedacht, unter dem Teppich. Wahrscheinlich sind es die Stiefel. Nein. Das ist ein paar alte Stiefel. Was habt ihr denn erwartet? Ist es der Anker? Nein, der Anker ist es auch nicht. Dann ist es die Fackel. Zieht an der Fackel und dann geht das Buchregal zur Seite, oder? Ah, wunderschön. Renn ich weg, ich will die Quest abgeben. Nee, jetzt. Eskortiert Lucilla Kronsteig nach Golvar. Ach nee, das ist Golvar und wir müssen noch nach Golkoval, okay. Man sieht sich. Ja, huch! Wo sind wir denn hier gelandet? Ja, wunderschön. Ja, wunderhübsch. Endlich fühle ich mich mal wie in der Alpha. Endlich mal was Unfertiges. Über was redet ihr eigentlich? Vor langer Zeit, als Kultiras erst besiedelt wurde, traf mein Haus auf eine wilde Gruppe kriegerischer Barbaren. Sie nannten sich die Drust. Ah, daher der Name Drust war. Die Viecher greifen uns doch bestimmt gleich an, oder? Ach, das war ja klar. Wieso lauft? Ich lauf doch nicht weg. Frost gesperrt, okay. Das ist schon gemein, möchte ich meinen. Aber kein Problem, alles unter Kontrolle. Die geben auch echt viele Erfahrungspunkte hier. 1200, wobei wir sind ausgeruht, sehe ich gerade. Müssen die wahrscheinlich alle besiegen, oder? Was ist denn das da hinten? Ach, das ist eine Barriere, da sind Steine. Na kommt, ihr werdet doch auch noch aktiv, oder? Nein? Freundlich? Ich meine, das ist jetzt hier, ne, alles noch Work in Progress. Man sieht es sehr schön an den Texturen, aber der Effekt hier, das ist schon cool irgendwie. Aber wir haben auch gar keine Musik mehr. Das ist ein bisschen schade. Och komm. Stirb doch einfach und stell dich nicht so an. Das Blatt hat sich gewendet, als unsere Gelehrten Schwächen der Drustmagie entdeckten. Ah, okay, also die Drust waren einst hier die natürlichen Feinde. Dahinter ist ein Portal. Ist das ein Portal der Leere?
Alter, wie sieht's denn dahinter aus? Mach auf, ich will da durch. Könntet ihr sie beiseite schaffen? Ja, klar. Hier stimmt etwas nicht. Oh nein, wer greift uns jetzt an? Hinter uns. Ach du Scheiße. Was bist du denn? Was bist du denn? Alter! Wie sieht der denn aus? Wie so ein Steinkonstrukt oder sowas. Ey, echt cool. Krass. Das wäre doch mein Erdelementar für den Schaman. Das Ding hat doch Stil. Um euch in die Knie zu zwingen, braucht es mehr. Ja, klar. Wo sind wir denn hier? Die letzte Ruhestätte des Glutordens. Seid ihr bereit, die Vergangenheit zum Leben zu erwecken? Ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist. Hallo? Erstmal kurz beenden die Quest. Nehmt den Folianten von Asche und Silber in Golvar an euch. Wir bekommen einen Stab dadurch. Okay, der ist jetzt nicht besonders schön. Schönen Tag auch. Man sieht ja, wie das Editor-Team alle Dinge schon platziert hat, aber die Texturen fehlen. Hallo, man sieht sie. Dann nehmen wir mal die Quest an uns. Beziehungsweise den Folianten. Was steht da eigentlich rum? Der macht mir ein bisschen Sorge. Schönen guten Tag. Wir hätten ein paar Hexen zu töten, jawohl. Ihr erweist meiner Familie große Ehre, Magier. Die ehrbarsten Kronsteigs waren einst Inquisitoren des Ordens. Oh, 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 Hexenverfolgung. Und ich dachte, wir wären damit mehr oder weniger durch. Oh, sogar aufgewertet. Trefft Lucilla Kronsteig am Hochwegpass in Drustvar. Das Portal dahinter ist interessant. Arums Wehr, da müssen wir hin, okay. Dann ziehen wir den Stab mal wieder an, denn der ist natürlich ein bisschen besser. Oh nein, wir kommen hier nie wieder raus, oder? Fuck. Wäre ich doch nicht hier runtergesprungen. Aber ich wollte zu diesem Portal. Aber ich glaube, es hat irgendeinen Sinn, dass da der Weg versperrt ist. Glück gehabt. Oder kommt man hier drüber? Hahaha. Ich will durch das Portal. Passiert hier was? Nein. Aber irgendwas hat es mit dem Portal auf sich noch. Ich meine, warum sollten die Entwickler den ganzen Raum designen und dann am Ende so ein cooles Portal hinstellen, was keinen Sinn und Zweck hat? Na, jetzt müssen wir wieder den Umweg hier unten gehen. Hep. Alles ein bisschen Guild Wars 2 Jumping Puzzle mäßig. Der ein oder andere kennt das vielleicht. Finde ich übrigens von Guild Wars 2 her eines der besten Features, diese Jumping Puzzle. Aber irgendwie fühlt sich das mit den Charakteren, mit der Steuerung dort auch besser an. Es ist einfach anders als die... Ich will nicht sagen ganz anders als die WoW-Steuerung, weil das ist falsch, aber man hat irgendwie dort dann mehr das Gefühl, die Kontrolle über den Charakter zu haben. Wobei das schon echt gut in WoW auch ist. Da gibt es ganz andere MMOs. Zum Beispiel in Elder Scrolls Online zum Release hatte ich überhaupt nicht das Gefühl, großartig, dass der Charakter mir... Die habe ich ja gar nicht gesehen. So folgt, wie ich möchte. Kein Problem, die machen wir schon noch. Alles kein Problem, alles easy, alles in den Standardparametern hier. Frost ist einfach super zum Leveln. Keine Frage. Ich wollte nämlich zu der Schatzkiste, auch wenn da nichts Gescheites drin ist. Irgendwie will man ja doch reingucken. Unverlässlicher Leitstein, sehr schön. Wo müssen wir denn jetzt hin? Auf zum Pass. Wir müssen wieder zurück, glaube ich, oder? Und dann da hoch, nehme ich an. Ja, gut, gehen wir mal, wenn wir eh hier gerade unterwegs sind. Möchte ich jetzt eigentlich nicht umkehren und nach Gol'Koval gehen. Wobei, wir haben hier oben auch noch Quests. Unterstützung für die Werft. Das Fest der Norwinsens. Der Anführerin hinterher, okay. Hier drin ist ein Ramob. Uralter Sarkophag. Möchte ich den aufmachen? Eigentlich jetzt gerade nicht. Vor allem, weil Eisige Adern auch noch Abklingzeit hat und ich den ohne wahrscheinlich nicht besiegen werde.
Also gehen wir einfach mal hier weiter. Der Hochwegpass, hier sind wir doch schon richtig. Wir sollen sie ja hier irgendwo treffen. Aber auch die Musik ist wieder da, das ist ganz schön. Sowieso erstaunlich, dass in so einem frühen Alpha-Bild oder in einem der ersten Alpha-Builds, muss man ja sagen, schon so viel Musik vorhanden ist. Eigentlich sind das so Dinge, die erst sehr, sehr spät reinkommen. Das sieht schon geil aus mit der Lawine hier. Cool gemacht. Ich kann es auch ehrlich gesagt kaum erwarten, dann irgendwann, ein Jahr nach Release, hier rumzufliegen. Das ist dann nochmal was ganz anderes, hier rumzufliegen, als nur rumzulaufen. Ich mag Fliegen, ich bin Fan von Fliegen, ich finde es auch okay, wie es ist mit dem Pfadfindererfolg, ehrlich gesagt. Aber man könnte schon ein bisschen früher auch gerne fliegen. Und vor allem das Fliegen auch sinnvoller wieder ins Spiel einbetten, so wie es früher war. Ach, guck mal, der See ist zugefroren. Das ist ja cool. Gab es schon mal so... Also es gab schon mal zugefrorene Seen in WOTLK, ja, also in Nordend. Aber das hier sieht neu aus, auch wie das hier, ne? Reflektiert, wenn man sich dreht. Und die ganzen Spuren da drin. Als ob hier jemand Schlittschuh gelaufen ist. Cool. Ein bisschen Zeit muss man sich auch einfach mal für die Umgebung nehmen, finde ich, ne? Das wollen die Entwickler ja auch, dass man hier ein bisschen Wertschätzung zeigt gegenüber den Dingen, die sie implementieren. Flüchtling aus Korlach, okay. Arums wäre sowas wie die letzte Heimat. Oh, da vorne ist ein Flugpunkt. Letzte Zufluchtsstätte, meine ich. Den Flugpunkt nehmen wir auf jeden Fall mal eben mit. Was haben wir denn jetzt für Ziele hier? Wir können Fallhafen, Hangman's Point und Fletcher's Hollow. Fletcher's Hollow wird dann später wahrscheinlich sein, wenn wir nach Golkoval für Rebecca Kernig wollen. Ein Falkner, nördlich. Moin! Ein schönes Tier, nicht wahr? Das Haus Kronsteig hat eine lange Tradition in der Falknerei. Leider sind die meisten unserer besten Vögel dem Fluch des Zirkels zum Opfer gefallen. Wilhelm hier ist einer der wenigen Falken des Hauses Kronsteig, der nicht von diesem Zauber betroffen ist. Das sind wirklich traurige Zeiten. Mögen eure Reisen sicher sein. Guck mal, der kleine Wilhelm. Schön. Wäre doch ein cooler Sekundärberuf, oder? Falknerei? Und damit irgendwie was dann machen? Ach, guck mal. Kronsteigwachen. Diese Rüstung hatte man auch schon von den Dataminern gesehen. Ich passe nicht durch die Tür. So. Warum ist unser Buff eigentlich weg? Sprech mal. Ach, weil wir umgespeckt hatten, ne? Gar nicht dran gedacht. Helft Lucilla Kronsteig bei ihren Studien des Folianten von Asche und Silber. Kein Problem. Wen haben wir denn hier? Marschall Elkmar Lessner. Wir müssen jetzt die verschiedenen Kerzen anzünden, okay. Machen wir, kein Problem. Wenn das dabei hilft. 4, 5 und wo ist Kerze 6? Da. Das ist echt cool, wie er den Helm halten kann. Das wäre ein Emote, den ich mir wirklich für Spielercharaktere wünschen würde. Dass man den Helm wirklich ausziehen kann und ihn so hält als Emote. So, kanalisieren wir mal den Folianten, was auch immer dann passiert. Ja, huch. Gerade war die alte schwarz. So, und jetzt? Könnt ihr mir mein Nähzeug holen? Es muss irgendwo in meiner Tasche da drüben sein. Okay. Der Foliant erwähnt, dass die Inquisitoren einst silberne Waffen benutzt haben, um der Magie der Drust Einhalt zu gebieten. Wenn der Zirkel ähnliche Magie benutzt, könnte Silber ihre Schwäche sein. Ah, ich verstehe, worauf es hinausläuft. Silberwaffen oder Silberkugeln oder sowas. Setzt Lucillas Nähnadel bei 10 Flüchtigen aus Korlach ein, um die Hexen am Hochpass zu enttarnen. Ah, wir sollen jetzt die Flüchtlinge mit der... Entschuldigung, mit der Silbernadel stechen, um zu schauen, wer Hexe ist und wer nicht. Mögen die Reisen sicher sein. Und die gepikst werden, braucht ihr Hilfe. Und normal bleiben, sind eben normal.
Übergebt die Einberufungsbefehle an Hauptmann Morgenlicht, Leutnant Jorik, Fähnrich Knüpp, Fähnrich Hartwasser und Falkner Nottlich. Okay, machen wir. Den Falkner haben wir ja gerade schon getroffen. Wir gehen mal kurz hoch. Ist hier irgendwas? Nein. Hier ist nichts. Okay, dann pieksen wir mal Menschen, würde ich sagen. Da vorne ist noch eine Quest. Schönen guten Tag. Du bist eine Hexe, bestimmt. Enttarne dich! Okay, warst doch keine Hexe. Dann bist du ein Hexer. Pieks. Ha! Boah, das Hexenmodell hat schon was. Sie ist schon cool, ne? Oh, was haben wir denn hier? Erkundet den Ort, der auf der primitiven Karte markiert ist. Geheime Machenschaften. Ein Symbol markiert eine Stelle, die der Eingang zu einem Keller unterhalb eines der Gebäude zu sein scheint. Wenn dieser Ort für den Zirkel wichtig ist, lohnt es sich vielleicht, ihn auszuspähen. Alles klar. Ja, was ist das denn? Ich meine, das ist auch noch Work in Progress, aber wie geil ist das denn? Riesige Fischköpfe als Trophäen, oder was? So, Befehle, Befehle. Hallo? Are you Hexe? Pieks? Nein. Etwas?